Wir wissen ja, dass beim Geld, das ist schon ein interessantes Phänomen, so gewisse Schranken fallen. Und zwar nicht nur bei den Leuten in der Finanzwelt, sondern auch bei uns selbst. Und den Leuten ist ja jahrelang versprochen worden, lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Dann kann man, wenn du das so und so anlegst, dann passiert das und das. Und es sind ja jahrelang auch große Gewinne gemacht worden. Was aber niemand interessiert ist, wie werden die gemacht? Ja? Eben weil Geld nicht arbeiten kann. Und das ist eben das Problem dieser liberalisierten Welt, dass das ja nur alles auf Ausbeutung basiert. Und in dem Moment, wo das, sagen wir, angeglichen wäre, wird sowieso ein völlig anderes Wirtschaften wieder beginnen müssen, weil diese Renditen nicht mehr zu machen sind. Bei uns, das ist ja, glaube ich, das Problem. Und die Chance dieser Krise ist ja, dass wir eine neue Gesellschaftsform finden müssen und eine neue Wirtschaftsform. Wir leben in saturierten Gesellschaften, es ist alles da. Gewinne machen können wir nur mehr woanders, bei uns nicht mehr. Produzieren lassen wir aber da auch nicht, das wird auch woanders gemacht. Die Renten sollen aber die zahlen, die sollen dann zu uns zurückkommen. Die müssen wettbewerbsfähig bleiben. Was heißt das wettbewerbsfähig? Und wozu überhaupt wettbewerbsfähig, wenn sie eh auf Jahrzehnte arm bleiben? Also diese simplen, das geht ja alles überhaupt nicht zusammen. Und das ist, glaube ich, das Problem.